Hallo, fellow Battlefield Players und Servus Leute und willkommen hier zu meinem G3 Gameplay Video nach dem Patch, nach dem großen Balancing Patch, der das Spiel ja so viel besser gemacht hat. Na ja, aber mit der Zeit gewöhnt man sich an die ganzen Änderungen und ja, hier, wie gesagt, mein G3 Video und endlich mal wieder in Deutsch. Juhu! Mal schauen, ob ich das auch nicht zusammenbringe hier, nach den ganzen englischen Commentaries und so. Gar nicht so leicht hier jetzt auf Deutsch das Ganze zu machen, wenn ich in meinem Kopf an Englisch denke, hier an die ganzen Wörter und Sachen. Wollen wir mal schauen. Und ja, jeder weiß, dass, also wie ihr alle wisst, denke ich mal, nach dem Patch, dass G3 jetzt wirklich ziemlich schwach ist. Also man braucht fast ein ganzes Magazin, um ihn umzubringen oder so, aber ja, das wisst ihr ja, denke ich mal, ja. Und ich habe so, also ein paar Leute wollten es sehen, so ich dachte, ja, ich probiere mal eine ganze Runde zum Spielen hier, aber in diesem Conquest Match hier und auf Arica Harbor bin ich leider zu spät beitreten, denn mein Team war schon, glaube ich, minus 50 oder 60, also um 60 Leben hinten oder so, also ich kann nicht wirklich hier noch was machen, damit wir gewinnen, so. Aber ich dachte, ja, ich schaue, dass ich ein paar Kills kriege und ja, und ich habe auch ziemlich viel in dem Video wieder vorgespult, weil das Originalvideo, glaube ich, war 24 oder 25 Minuten lang. Und ich habe einfach keine Lust gehabt, jetzt zwei ganze Teile zu machen oder zwei kurze Teile, weil ja, jetzt schaue ich halt Fußball und so. So wenig Zeit jetzt wirklich hier Commentary oder Video herumzuschneiden und zwei Teile zu machen, aber es wird schon gehen. Hoffe, ihr euch gefällt trotzdem. Und so bitte, dann bewertet es auch. Also Daumen hoch und ja. Yeah. Und ja, und am Ende vom Spiel habe ich wirklich auch ein bisschen was rausgeschnitten, also weil es wäre einfach sonst zu lang gewesen und sich einfach nicht ausgegangen in einem Teil. Und ich habe eh schon so viel vorgespult, ich wollte einfach nicht noch mehr vorspulen, so habe ich ein paar fade Sachen halt raus und ich glaube auch ein, zwei Kills oder so und ein, zwei Tode. Aber im Großen und Ganzen ist das Match ziemlich gut gelaufen für mich mit der G3. Und ja, ich habe es auch nur in diesem einen, oder ich glaube, ich habe noch ein zweites aufgenommenes Match auf der Festplatte liegen, was ähnlich war von der, also von der Score hier bin ich auf keinen Fall erster geworden, weil ich einfach zu spät beitreten bin, also, aber ich glaube fast erster oder zweiter oder so von meinem Team wenigstens, aber das Gegnerteam war hier einfach viel zu gut, dass wir irgendeine Chance gehabt haben. Und ja, also wie gesagt, ziemlich schwach die G3, weil sie den Schaden deutlich verringert haben. Mit dem Balancing Patch, mit dem großen. Ja, ich fand die eigentlich vorher nicht wirklich, also zu stark oder überpowered, weil, und hier, ach Gott, wie ich die hasse, da mit ihrer Karl Gustav, die rennen die ganze Zeit. Sind wie die so nervig wie diese Nuketubes bei Modern Warfare 2. Verdammt, ich hasse die. Also ich denke, viele werden diese Leute, die Engineer-Spieler hassen, die die ganze Zeit mit ihrer Gustav herumrennen. Und ich glaube, bei denen, was ich rausgeschnitten habe am Schluss, sind auch ein, zwei Tode nochmal von diesem Typen dabei, so. Ja, das ist das Noob-Tubing in Battlefield, sozusagen. Denn der Granatwerfer von den Assault Rifles ist ja doch nicht so stark, finde ich. Oder so nervig, überhaupt nach dem Balancing Patch, nachdem man weniger Schaden macht, ist ja nicht mehr so schlimm. Also es gab auch gute Sachen am Balancing Patch, wie ich finde, so. Ja, und hier, also mit der G3 finde ich, das ist ziemlich schwer, wirklich hier ein neues Spiel zu machen. Also, wie gesagt, zwei Spiele habe ich aufgenommen oder so, zwei ähnlich. Also von der Kill-Death-Ratio ist das Ganze auch wieder kein gutes Spiel. Ich glaube 1,6 oder so ist am Schluss nur die Kill-Death-Ratio, aber ja, mit der G3 und hier, ich wollte hier die Flagge einnehmen, ich glaube es ist A hier, und ja, und irgendwo war ein Camper und ich habe ihn einfach nicht gefunden, so ziemlich viel fortgespult, und ich glaube am Schluss habe ich ihn doch killed, also mal schauen bei der Camper hier, und hier, ja, hier sehe ich ihn sein Köpfchen rausstrecken und ich glaube Headshot, natürlich Headshot, ja. Aber ja, wie gesagt, G3, ich fand sie vor dem großen Patch eigentlich nicht zu stark. Ich meine, ja, manchmal war es ein bisschen nervig, wenn Leute einfach reingegangen sind und herumgesprayt haben und du bist einfach drauf gestorben, weil die doch ziemlich viel Schaden gemacht hat, aber dafür, ich meine, der Nachteil ist, dass es nicht so leicht ist, mit ihr zu zielen, wie ich finde, und
auf große Distanz, man hat eben kein Red Dot oder kein ACOG Visier drauf. Ah, jetzt hätte ich fast Attachment gesagt. Ja, also man hat die ganzen Zielvisiere nicht. Also ich finde, es hat schon gepasst, dass die mehr Schaden macht, auch wenn man einmal gestorben ist durch irgendwelche Noobs oder so oder Anfänger, die einfach sie genommen haben und dann rumgerannt sind und alle niedergesprayt haben mit der G3. Aber ja. Im Großen und Ganzen es macht immer noch Spaß zum Spielen, aber wie ich vielleicht in meinem letzten Video, wenn es angeschaut mit der Thompson, ich finde die Thompson wirklich gut. Auch nicht einer der besten Waffen, aber so halt von den ganzen Waffen, wo man halt keine Visiere drauf packen kann, finde ich die Thompson schon die beste Waffe und auch eher die M14, aber wie gesagt, zu M14 werde ich, glaube ich, in den nächsten Tagen oder so ein ziemlich langes Gameplay, wo ich zwei Teile daraus machen werde, hochladen. Was wirklich eine verdammt geile Runde war mit der M14. Und ja, mit der G3 so oft auch vor dem Patch, also wo es noch wirklich stark war, habe ich gar nicht mit ihr gespielt, weil ich habe immer noch nicht für eine Waffe einen Platin-Stern. Ich glaube, für die 1,94 habe ich jetzt 9 Goldsterne oder so und für T88, also fürs LMG, habe ich 6 Goldsterne und ich glaube, für die M16, weil ich vor dem Patch viel mit ihr gespielt habe, habe ich auch 8 Goldsterne oder sowas so und für die anderen Waffen alle 1, 2, 3 Goldsterne oder sowas so. Ich meine, ich habe jetzt, glaube ich, 118 Stunden oder so gespielt und die letzten Tage eigentlich fast nichts gespielt, weil wegen Fußball-WM und so. Aber naja, aber wie ihr seht, dadurch, dass ich keinen Platin-Stern habe, ich benutze eigentlich schon alle Waffen quer durch die Bank. Ich versuche jede Runde wirklich mit einer anderen Waffe zu spielen und eben seitdem, also die M60 benutze ich sowieso gar nicht, außer halt hin und wieder nehme ich eine auf von einem toten Gegner. Und die AN94 habe ich aufgehört zu benutzen nach dem letzten Patch, weil sie ist einfach jetzt mit Abstand die stärkste Waffe und es ist einfach nicht, es ist keine Herausforderung mit der. Und hier ist, glaube ich, der geilste Kill vom ganzen Spiel, also finde ich, hier mit C4. Das war ziemlich cool, aber ich glaube, ich sterbe trotzdem hier, weil sie mich alle von hinten da überraschen. Und ja, aber trotzdem, C4 Kill passiert nicht so oft so gewollt hier, wenn Leute eine Falle stellen, also ich benutze nicht so oft C4 auch, muss ich auch sagen. Aber ja, wie gesagt, mit der AN94 spiele ich kaum mehr, weil es einfach zu leicht ist oder nein, es macht keinen Spaß, einfach da die ganze Zeit umzunieten mit einer Waffe. Und wie gesagt, jedes Spiel, was ich eigentlich spiele, die Runde oder neue Runde, probiere ich mit einer Waffe oder einem Setup zu spielen. Und noch für, wenn ich halt aufnehme, und ich nehme eigentlich fast immer auf, wenn ich spiele. So, ich meine, ich sehe, ich habe viele Leute halt von, glaube ich, von Abonnenten sowas in der Liste, die, was weiß ich, keine Ahnung, über 300 Stunden oder 250 Stunden oder so gespielt haben. Und ich, wie gesagt, nur 118, so. Ja, jetzt in letzter Zeit, wenn ich spiele immer so 1 bis 3 Runden oder so am Tag oder 4 Runden oder so. Eigentlich nehme ich alle auf und eigentlich in letzter Zeit wirklich fast jede Runde, die ich spiele, wird hochgeladen. Ich meine, ja, natürlich hier, ich könnte auch mit der G3 10 Runden spielen können und warten, bis ich wirklich ein Spiel kriege, wo, was weiß ich, wo ich ein Kill-Death Ratio von 5,0 habe, aber das finde ich zu nervig, also. Ich probiere meistens, wenn irgendwer eine Waffe sehen will oder wenn es einen Request gibt zu irgendeiner Waffe, und hier wieder mal Epic Fail mit dem Knife, also mit dem Messer hier, aber ich kriege trotzdem. Und ja, also wenn ich einen Request kriege praktisch, ich probiere wirklich nur 1-2 Runden mit der Waffe zum Spielen und mache ein Video drüber und dann spiele ich mit was anderem, weil für mich was, also weil ich eben nicht so viel wie manche anderen spiele, also wie ich keine 300 Stunden noch habe oder so, habe ich wirklich keine Lust, da 10 Runden zu probieren mit einer Waffe, aber ich finde, großteils halt der Gameplays oder der sind doch ziemlich gut geworden und ja, auch ein ziemlich guter Feedback so weiter. Also danke für alle, die fleißig kommentieren die Videos, und ja, und wenn es euch gefallen hat auf Deutsch, dann lasst einen Kommentar und bitte hochbewerten. Und ja, und wenn es das erste Video ist, zufällig, was angeschaut wird von mir hier, dann bitte auch abonnieren. Und ja, aber ich denke, das nächste Video
Also das M14-Video, zwei Parts, die werde ich auf Deutsch, Englisch machen, weil eben Großteil der Abonnenten doch aus den USA oder halt aus dem englischsprachigen Raum kommen. Und ja, und so, ich weiß schon, bei diesem deutschen Video werde ich wieder, keine Ahnung, wie viel Fragen kriegen von Amerikanern oder sowas, die irgendwas nicht verstanden haben in dem Video oder so. So, muss ich weniger Fragen beantworten, wenn ich das ganze Commentary gleich auf Englisch mache. Ja, und hier ist das Ende und danke fürs Zuschauen. So, please rate, comment and subscribe. Und ja, danke fürs Anschauen und hoffe, es hat euch gefallen und see ya.